Okay, jetzt weiß ich auch, wer Said ist. Und zwar dachten die, er sei für diese ganzen Gräueltaten verantwortlich. Oh, was haben wir denn hier? Nein, ich bin wach. Die Störung. Verdammt. Und hier haben wir noch was zum Plündern. Gönn dir, Aloy, gönn dir. Ich müsste heute die Schicht meines Bruders übernehmen. Ich kann ihm nicht trauen, nicht nach Jans Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Frag mich lieber. Dann geht's auf zur Garnison, wo auch immer die ist. Oh, joi, die führen uns ja echt durchs ganze Land. Na, coole Sache. Dann, unsere Reise geht weiter. Hä? Ach so, da geht's lang. Okay. So, ab in die Wüstenlande. Der einsame Fels. Kenne ich nicht. Ich sehe nur da schon wieder diesen Gigantikusvogel, der uns das letzte Mal so viel Kraft gekostet hat. Sturmvogel, glaube ich, heißt das Teil. Sowas werde ich jetzt nicht legen, aber falls wir einen Donnerkiefer finden, dann werde ich mich dazu herablassen, den zu schlachten. So, wir hauen einfach mal ab, denn dieser Sturmvogel, der ist eh schon auf unseren Fersen. Hier sind Trampler. Die haben wir auch schon in den Part gelegt. Die Umgebung ist echt der Hammer. Irgendwie, ich will hier gar nicht schnell reisen, weil ich würde so viel verpassen. Die Lichtstimmung ist auch immer eine andere. Geht mal aus dem Weg. Ich habe keine Zeit für euch, ich muss die Welt retten. Naja, im Moment machen wir einfach unnütze Nebenquests, aber trotzdem. Denn für ein Teil? Eigentlich kann es noch so weit weg sein, auf so einem Donnerrücken geht sowieso ganz fix. Was heißt Donnerrücken? Auf so einem... Boah, da ist er ja! Donnerkiefer, das ist ein Donnerkiefer. Wir reiten auf einem Breitkopf und... Alter, der rennt einfach durch die Felsen durch. Aber alles, was ich in den Brutstätten lerne, wird mir hier draußen weiterhelfen. Okay. Puh. Also, was machen wir zuerst? Zuerst Sprengpfeile. Okay, das war ja sowas von daneben. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Wir wollen ihn nicht aus dem Weg gehen, wir wollen ihn jagen. Alter, der krasse Waffen. Gut so. Bam! Ich glaube, er hat uns gesehen. Er hat uns gesehen. Scheiße. Wow. Und noch ein bisschen mehr Panzerung hast du verloren. Gönn dir noch ein bisschen mehr Panzerung weg. So, okay. Und jetzt... Shit. Er trampelt uns einfach nieder, ne? Wir werden mal ein paar... Oh. Shit. Der rennt uns einfach um. Also wie gesagt, ich habe gegen so einen selber noch nicht gekämpft, aber er macht ultimativ viel Damage. Ups.
sprengen ihm noch ein bisschen mehr Zeug weg. So, noch eine Waffe weniger. Boah, noch eine Waffe weniger. Sexy. Oh, fuck. Er lässt sie uns aber nicht benutzen. Das Glück ist mir hart. Alter, Aloy, halt jetzt das Ding. Okay, jetzt wirst du mit deinen eigenen Waffen zerfetzt. Ja, ohne Munition bringt das nichts. Hol dir einfach den nächsten. Bam! Leute, wir haben gerade einen Donnerkiefer gelegt. Und das war ein richtig geiler Kampf. Ich glaube, der war sogar besser als der gegen den Sturmvogel und gegen... wie hieß der Gute, den Schnapper? Und wir haben richtig cooles Zeug gekriegt. Oh, geil. Oh, war das geil. Oh, scheiße, war das geil. Okay, reicht auch schon wieder. Unser Buckelkopf steht halt total gelangweilt da. Wann geht's denn weiter? Wir nehmen hier mal das ganze Zeug mit, wenn wir eben schon so schön alles abschießen. Nehmen wir es auch mit. Okay. Das andere ist irgendwo dahin gerollt. Hier haben wir noch was. So. Okay, wo ist unser Buckelkopf hin? Ach, da. Da chillt er ganz gemütlich. Hat nichts gesehen und nichts gehört. Und es geht weiter. Mit ein kleinen bisschen Verzögerung. Aber hey, was soll's. Wir haben den Donnerkiefer gelegt. Und es war so cool. Hier kann ich auf jeden Fall zu Zersprengpfeilen raten. Hießen die so? Ups. Ja, genau, Zersprengerpfeile. Dann haut ihm gleich mal seine ganze Rüstung weg. Denn ansonsten ist das Teil echt ekelhaft gepanzert. Diese Quest führt uns halt echt durch die ganze Map, ne? Als das eine Falle ist, muss ich sehr leise sein. Yo, Bros, was geht ab? Mir ist langweilig. Es scheint keine Falle zu sein. Halt, Fremde! Was machst du hier? Präfekt Said sagte, Banditen hätten hier ein Mädchen entführt. Weißt du, wohin sie gebracht wurde? Said hat dir das gesagt, was? Hier gibt's keine Banditenmädchen. Aber ich kann dir helfen, deine Freundin zu finden. Der Boss hat uns eine neue geschickt, Jungs. Wickelt sie ein und bindet sie fest. Ich sehe was! Natürlich, natürlich. Kriegst aufs Maul. Au, Alter. Die halten da ganz schön viel aus. Okay, wird wohl Zeit für ein bisschen Fernkampf. Ach Mensch, dieser Fokus ist mehr störend, als dass er hilft. Wurde getroffen. Na gut, mal sehen, was Said hier draußen versteckt. Ja, gucken wir mal. Vor allem heilen wir uns mal. Können uns eh nicht voll heilen, wir müssen mal wieder Heilpflanzen sammeln. Oder wir gönnen uns einfach mal einen der 1000 Heiltränke, die man hier kriegt. So, gucken wir mal da hoch. Ist es hier versteckt? Hier können wir irgendwie nicht rein. Dann... Ah, das scheint der Käfig zu sein, oder? Auch nicht. Okay,
Muss ich irgendwas markieren schon wieder? Ja. Auf dem Wagen sind Ketten. Untersuchen wir den mal. Nicht nur Ketten, Handfesseln. Sie haben Gefangene transportiert. Ich schätze eher, dass das Sklavenhändler sind, oder? Oder dass dieser Said ein Arsch ist. Das kann natürlich auch sein. Entschuldigen für den ausgelassenen Gähner. Mir ist nicht langweilig, es ist nur ziemlich spät. So, folgen wir mal den Spuren. Oh, wir haben Level 37 auch noch gleich erreicht. Coole Sache. Ich weiß gar nicht, was das Maximum ist. Ich schätze mal 50. Die Spuren führen zu diesem Lager. Vielleicht ist Nakua dort. Aber ich weiß es nicht. Dieses Nora-Mädchen im Loch ist richtig schön mager. Okay, ja. Das sind wieder Banditen. Warum das Tor zu machen, wenn man auch einfach durch die Wand gehen kann? Hier. Und ich muss an den Wachen vorbei, um zu ihr zu gelangen. Machen wir einen auf Stealth, oder? Ich wegbleibe, wenn die Käufer kommen. Solltest ab und zu mal im Bach schwimmen. So. Den haben wir auch los. Was haben wir hier noch? Da ist noch einer. Okay. Scannen wir noch ein bisschen rum. Da scheint noch einer zu sein. Hier oben ist noch einer. Da hinten am Haus. Ach Mist, der haut uns ab. Wir lassen uns im Sonnenfall verhungern. Ui. Tod, da draußen läuft ein Killer rum. Ja, der steht hinter dir, der Killer. Das hast du doch bestimmt gesehen. Nee, läuft auch blind in der Gegend rum. So, ich sehe auf jeden Fall keinen Gegner mehr. Heißt, wir können hier zum Plündern anfangen. Und ich habe aber auch gleichzeitig die Gefangene gesehen. Die kniet da hinten hinter dem Haus rum. So, sehr viel Wertgegenstände. Immer gut. Metallscherben können wir nämlich immer gebrauchen. Wir haben auch noch was Blaues liegen lassen. So, okay. Ah, da ist noch einer, okay. Ich hatte ja geahnt, dass da noch irgendwer gewesen sein müsste. Ich war mir nicht sicher, habe vorher nicht mitgezählt, wie viele ich gesehen habe. Ist da jemand? Da ist noch einer, wo kommt denn der her? Ah nee, das ist mein Viech. Ja, ist da jemand? Müssen wir da runter? Kann das sein? Dann ach so. Müsste ich was anderes rauswerfen. Nee, das wollen wir nicht. Irgendwas rauswerfen ist immer schlecht. Gucken wir mal da runter. Vielleicht ist er da. Ja, da knien sie. Oh, das sind mehr. In Ketten, um versklavt zu werden. Nakua? Jan schickt mich. Wir können reden, sobald wir alle aus diesem Loch raus haben. Jan schickt dich? Ich glaub's nicht. Da hat wohl eins deiner Gebete doch funktioniert. Ich hab den Schlüssel. Ich helfe den anderen. Also los. So, die Gute haben wir gefunden. Entkommen ist gar nicht so schwierig, wenn hier kein Gegner mehr ist. Ich wusste, dass du Ärger machen wirst, Mädchen.
Aber am Ende wird es die Mühe wert sein. Das ist das Ende, Said. Für euch. Weil mein Streitross macht sie halt jetzt von hinten nieder, ne? Geiler Scheiß. Einen so schnellen Tod hat er nicht verdient. Mein Vater war Jäger. Er lehrte mich, dass jedes Tier einen schnellen Tod verdient. Wie wurde Said zum Boss eines Sklavenhändlerrings? Der Abschaum, den du getötet hast. Er hat in den roten Raubzügen für Said gemordet. Der neue Sonnenkönig warf sie aus der Armee. Doch Said konnte sich herausreden und erkannte, dass hier neue Verdienstmöglichkeiten auf seine Bagage warten. Wie hat Said dich erwischt? Ich wollte ihn am Tagturm stellen, aber er erwischte mich. Er ließ mich gehen und später von seinen Männern einfangen. Und danach? Er wollte mich als Sklavin verkaufen, wie die anderen armen Seelen, die Woche für Woche hier durchkamen. Aber er ließ sich Zeit und drangsalierte mich, wann immer er vorbeikam. Dass ich ihn töten wollte, hat seinen Stolz verletzt. Du hast viel durchgemacht. Mir geht's gut. Ganz sicher? Said ist tot. Ich hätte alles ertragen, um das zu erreichen. Und das habe ich. Was hast du jetzt vor? Die anderen waren monatelang in diesem Keller. Je schwächer sie wurden, desto schlechter konnte Said sie verkaufen. Sie brauchen Nahrung, Ruhe und Hoffnung. Ich bringe sie nach Meridian und versorge sie. Du willst auf keinen Fall wieder zurück? Was ist mit Jan? Die Stammmütter lassen mich nicht zurück. Selbst wenn, würde ich nicht gehen. Von mir aus können sie verbrennen. Was Jan angeht, weiß ich, wie ich ihn benachrichtige. Der Zwerg fehlt mir. Aber dann weiß er, dass ich in Sicherheit bin. Es wird Zeit für mich. Hey, ich kenne nicht mal deine Geschichte. Sie muss gut sein, wenn sie dir das Sucherzeichen gaben. Wenn du sie mal erzählen möchtest, komm zu mir nach Meridian. Ich bin dort, bis die anderen wieder auf den Beinen sind. Bis dahin. Vielen Dank, dass du mir mit diesem Abschaum geholfen hast. Vielleicht kann ich Said ja jetzt vergessen und zu meinem Vater gedenken. So Leute, und was lernen wir daraus? Immer einen Breitkopf in die Gegnermenge stellen. Sobald die anderen bereit sind, gehen wir nach Meridian. Ich wollte nicht mit dir reden, ich wollte eigentlich mein Zeug einsammeln. Das ist alles schön und... Ach Mensch, Nokia, lass uns doch in Ruhe. Ich will bloß das blaue Zeug hier. Yes! Ah, Mist, das wollte ich nicht. Weg damit. So, was hat Said so alles dabei? Na, nichts Gescheites, aber was soll's. So, Leute, eine weitere Nebenquest beendet. Eine ziemlich coole sogar. Und nebenbei haben wir noch einen Donnerkiefer niedergemäht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt mir ein bisschen Feedback. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Part wieder. Bis morgen, bis zum nächsten Mal. Euer Paradigma.